Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Ja, viel los ist beim Wetter ja momentan wirklich nicht. Es gibt den Sonnenschein, es gibt die Hitze, ja, und es gibt leider auch die Trockenheit. Und das Ganze wird sich auch bis zum Wochenende fortsetzen, beziehungsweise sogar noch intensivieren. Darauf werden wir schauen und dann werfen wir natürlich mal einen Blick in die nächste Woche, wo so ein bisschen Bewegung jetzt in die Wetterküche kommt. Was das im Endeffekt bedeutet in Sachen Hitze, aber auch natürlich, was viele wissen wollen, in Sachen Niederschläge. Tut sich mal wieder was? Stellt sich die Wetterlage um? Wir werden darauf schauen. Ich kann aber schon mal vorwegnehmen, es gibt noch doch relativ große Fragezeichen. Also, wir gehen mal die nächsten Tage chronologisch durch, können wir relativ schnell abhandeln. Wenn wir auf den heutigen Mittwoch schauen, sehen wir wieder, es scheint einfach nur ja in den meisten Regionen die Sonne von einem wolkenlosen Himmel, höchstens mal so in der Osthälfte, dass sich da im Laufe des Tages ein paar Quellwölkchen bilden. Die 30er werden schon wieder häufiger werden, auch im Norden wird es zunehmend ja hochsommerlich warm jetzt schon sein, mit 27 bis 29 Grad, nicht ganz so warm noch an den Küsten mit Seewind von Nord- und Ostseeküste. Wir schauen auf die nächsten Tage, beziehungsweise gucken erstmal auf die Wetterlage, schauen nochmal kurz auf die Bodendruckkarte und sehen, wir liegen immer noch, wenn wir auf den Freitag schauen, ja, im Bereich einer ausgeprägten Hochdruckzone, die nördlich von uns liegt. Einige Tiefs weiterhin im Mittelmeer, die dort auch einige Unruhe bringen. Auch gestern zum Beispiel wieder kräftige Gewitter in Mittel- und Süditalien, während bei uns halt immer noch der Hochdruckeinfluss vorherrscht. Wenn wir auf die Höhenwetterkarte jetzt für den Freitag schauen, sehen wir zwar ein kleines Höhentief, was wir jetzt ja schon mehrere Male erwähnt haben, was sich von Osten her annähert, dann so über Österreich liegt. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, es wird nicht allzu viel Einfluss auf unser Wetter haben. So schauen wir auf den Donnerstag und den Freitag und wir sehen, es geht weiter mit sonnigem Hochsommerwetter, mit ja, zunehmender hohen Temperaturen. Am Donnerstag dann wiederum ja fast überall Sonnenschein von früh bis spät über den Bergen im Osten und Südosten. Vielleicht schon mal nachmittags mal ein paar dickere Quellwolken. Es bleibt aber hier trocken und wir sehen, es wird ja noch heißer werden in Richtung Norden. Auch dann zunehmend wird die 30-Grad-Marke geknackt und im Westen und Südwesten, da können wir sogar teilweise schon mal 33. Vielleicht vereinzelt dann im Südwesten auch mal 34 Grad erreichen. Am Freitag ändert sich in den meisten Regionen nichts, lediglich im äußersten Südosten. Ja, da habe ich mal so ein paar Gewittersymbole dran gesetzt, aber das wird auch wirklich eine lokale Geschichte sein. So allerhöchstens mal so Richtung Erzgebirge, Böhmerwald, östlichen Alpenrand, dass es hier für einzelne Schauer und Gewitter reicht. Das werden aber wirklich lokale Ereignisse sein. Für die meisten passiert auch in diesen genannten Regionen nichts. Ja, wir gucken dann aufs Wochenende und wollen hier auch erstmal noch mal kurz auf die Wetterlage schauen. Wir gehen schon mal Richtung Sonntag und sehen, ja, unsere Hochdruckzone, die hat sich dann doch etwas abgeschwächt. Wir können sie auf der Luftdruckbodenkarte kaum noch erkennen, so über Skandinavien, beziehungsweise hat sie sich dann in Richtung Russland zurückgezogen. Gleichzeitig insgesamt bei uns dann doch sinkender Luftdruck. Wir haben so ein paar mehrere kleinere Tiefs, auch schon mal über Westeuropa. Nun aber der Zustrom dieser, ja, sehr heißen Luftmassen, der bleibt halt bestehen. Wenn wir auf die Höhenwetterkarte schauen, sehen wir, dass es nicht immer damit verbunden ist, wenn wir Tiefdruckeinfluss haben, dass dann auch groß sich was beim Wetter ändern muss. Denn wir liegen immer noch im Bereich eines Höhenrückens, der so ja von Nordafrika über Italien, Alpenraum bis ja über uns hinweg bis nach Nordeuropa reicht und damit ändert sich erstmal relativ wenig. Das eine Höhentief, was ja erst noch über Österreich lag, das hat sich nach Südosteuropa ja, verzogen. Und dann müssen wir nochmal in Richtung Westen gucken. Denn da wird sich Entscheidendes tun für die Wetterentwicklung dann in der nächsten Woche. Und da wird die große Frage sein, wie sich dieser ja zunehmende Trog, der sich dort ausbildet, den wir hier schon so ein bisschen erkennen können, dann in der nächsten Woche verhält, wo er ja sich einfinden wird, beziehungsweise wie stark er ausgebildet sein wird. Da schauen wir gleich noch genauer drauf. Jetzt wollen wir natürlich das Wochenende als solches nicht vergessen. Und da sehen wir, es wird ja noch etwas heißer werden. Es wird weiterhin für die allermeisten sonniges Wetter geben. Höchstens mal im Osten. Ich habe mal so jetzt für den Samstag eingezeichnet, dass es eventuell im Sachsen für örtliche Schauer und Gewitter reicht. Ansonsten bleibt es trocken. Es wird noch etwas heißer im Westen und Südwesten. Dann durchaus auch 34, 35 Grad. Dann zum Sonntag, wo es auch
weiterhin das sonnige Hochsommerwetter gibt. Ich habe mal im östlichen Mittelgebirgsraum bzw. Richtung Böhmerwald mal einen Schauer gesetzt. Ansonsten weiterhin der Sonnenschein. Höchstens mal, dass es dann mit dem zunehmenden Tiefdruckeinfluss nachmittags, abends dann im Westen und Südwesten mal ein paar Wolkenfelder gibt. Die Gewitter, die verbleiben aber aller Voraussichten auch über Frankreich. Ja, wie geht's dann in der neuen Woche weiter? Wir schauen mal ja schon mal auf die Höhenwetterkarte Richtung Mittwoch. Ich habe morgens natürlich immer ein bisschen die Schwierigkeit, mir liegen noch nicht alle neuen Morgenmodelle vor. Entsprechend muss ich das nehmen, was ich habe. Und wir schauen mal auf das ECMWF-Ensemble Mittel von gestern Abend, jetzt schon für den Mittwoch, für die Höhenwetterkarte. Und wir sehen einen Trog westlich von uns. Und da wird halt die Frage sein, wo der genau liegen wird. Wahrscheinlich liegen wir zum Wochenbeginn grundsätzlich erstmal auf der Vorderseite, das heißt, es bleibt sehr heiß, vor allen Dingen nach Norden und Osten hin in den Westen. Da könnten schon mal erste Störungen reinziehen. Generell das ECMWF, auch mit dem Ensemble Mittel, hat diesen Trog noch relativ weit westlich, also wir dann doch eher noch auf der Vorderseite. Aber da wird es halt die Frage sein, ob eventuell schon in den Westen etwas weniger heiße Luftmassen eindringen könnten. Das GFS hat diesen Trog insgesamt jetzt zum Mittwoch ein bisschen schärfer ausgeprägt, auch schon so über Frankreich, dann bis in die Pyrenäen reichend. Damit würde vor allen Dingen ja in die Osthälfte noch der Zustrom der sehr heißen Luftmassen bestehen bleiben. In den Westen, ja, da könnten dann auch schon auch hier dann entsprechend weniger heiße Luftmassen einsickern. Aber es wird halt die Frage sein, das kann man einfach noch nicht beantworten, wo dieser Trog sich genau einfinden wird. Entsprechend gibt es auch noch die Unsicherheiten, wenn wir mal auf zwei Trends jetzt schauen. Zum einen für Saarbrücken, ja, da ist das Wochenende eigentlich bis zum Wochenende alles eingetütet. Es wird sonnig, heiß und trocken sein. Wir sehen kaum eine Bandbreite. Dann nehmen aber die Unsicherheiten zu. Vielleicht dann schon mal am Montag dann erste Schauer möglich. Entsprechend auch schon die Temperaturen unterschiedlich, könnten schon ein bisschen runtergehen. Und wir sehen dann im weiteren Verlauf, ja, die Unsicherheiten sind halt entsprechend riesengroß, wie sich das mit den Temperaturen und auch insgesamt mit dem Wetter entwickeln wird. Wir gucken noch nach Leipzig mal in den Osten. Da sehen wir auch der Montag noch recht sicher sonnig, trocken und heiß. Und dann nehmen auch hier die Unterschiede deutlich zu. Es wird deutlich unsicherer, was da im weiteren Verlauf passiert, ob es knaller heiß bleibt oder ob sich dann doch etwas weniger heiße Luftmassen durchsetzen könnten. Große Frage ist natürlich noch, was viele wissen wollen, was passiert denn in Sachen Niederschläge? Es brauchen ja alle wieder dringend mal Regen und ich habe es ja schon erwähnt, es sind dann wahrscheinlich weiterhin eher die Schauer und Gewitter. Und wenn wir mal auf die Wahrscheinlichkeit für Niederschlagsmengen über 30 mm bis nächsten Donnerstag schauen, da sehen wir kaum mal Signale. Also flächiger Regen, nennenswerte größere Regengebiete sind wahrscheinlich weiterhin nicht zu erwarten. Es werden die lokalen Schauer und Gewitter sein, die dann eventuell so mal ab Montag dann möglich sind. Die können auch örtlich mal große Regenmengen bringen, aber es ist halt weiterhin aller Voraussicht nach erstmal nicht der flächige Regen. Das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.